Ja, hallo? Hallo? Dass dein Leben bald zu Ende sein wird. Ja, du hast noch 3 Stunden. Was ein Asozialer. Der war besoffen. Komm, dich rufe ich zurück, mein Freund, und dann erklärst du dich aber mal. Oh, warte mal. Der Ring nur in schneller. Ja. Du kleiner Pisser. Du kleine Gesichtsgrätsche. Was ist denn mit dir? Du dumme Arschgeburt. Hast du schon mal ein Spiel angeguckt? Fickfresse. Froschgesicht. Ja, genau. Ja. Wie ich Du so sehe, einer bist du Kröte. unvorbereitet. Pass mal auf. Ich weiß immer noch nicht, was ihr für ein verschissenes Problem habt. Wenn ich das nächste Mal von irgendeinem von euch noch eine SMS oder einen Drohanruf bekommen sollte, dass ich euch angeblich irgendwie 8000 schulde, weil ihr zu dumm wart, euer verficktes Zuhause richtig einzupacken und mir dann die Schuld gebt, wenn die Kacke abfackelt, dann werde ich euch Blei in eure linke Gehirnhälfte pumpen. Hast du mich verstanden, mein Werden wir Freund? noch mal sehen. Ich glaube, wir werden dich zuerst finden. Wo lebst du? In welchem Müllcontainer finde ich dich? In welchem Gebüsch hausierst du? Oh, oben beim Sägewerk, das Dorf, da leben wir. Ich werde mal ganz kurz vorbeischneiden. Nicht jetzt vielleicht. Auch nicht heute, vielleicht auch nicht morgen. Aber irgendwann bin ich da, mein Freund. Und dann hagelt es. Ja, wir Bleigeschosse. warten. Ja, klar. Ratatatatatata. Ja, ich komme dir auch das Ding Ratatatata. zurückgeben, ne? Ratatouille, Wichser. Hab noch eine Was willst du gute. kochen für mich? Deine Mutti kocht bereits für mich, nachdem sie mir meine Lanze poliert hat. Hä, warum hast du Waffeln? Alter, Junge, oh, klar, dass ihr im Sägewerk lebt. Was denn? Du lebst total hinterm Mond. Ist okay, ich leg jetzt auf. Okay. Bist du Arsch. Arschgesicht? Du bist. Du. Wo ist das Sägewerk? Keine Chance, das finde ich nicht. Ich habe keine Chance. Ich werde es trotzdem suchen. Wieso spielt Johnny die eigentlich die, nicht die FIB-Karte? Nee, weil ich inkognito bin. Ich werde mich jetzt diesem Dilemma, dem Problem stellen. Wir haben noch eine Baustelle, die nennt sich die Nordigen Rednecks. Und die Nordigen Reudigen Rednecks, die Nordigen Reudigen Reudigen Netrex, haben irgendein Problem. Aber das bekommen die jetzt. Das bekommen die jetzt zu spüren. Man kann hier nicht aus dem Auto schießen. Habe ich richtig? Weiß, ist es richtig? Ich glaube, das haben die ausgestellt. Aber das ist kein Problem. Ich werde erstmal das Gebiet erspähen. Ich weiß nämlich, wo das Sägewerk ist. 2000 GTA-RP-Spielstunden. Da haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Ich kenne die Map in- und auswendig. Ich weiß, ob ich über A oder B laufen muss. Wo ich meine Smokes platziere. Ne? Und in welche Richtung, zu welchem Winkel, ich in welcher Spielsekunde meine Flasche über die Mauer werfe. Ich bin vorbereitet. Welches Dorf? Ja, das hinter dem Sägewerk, oder nicht? Warst du jemals arbeiten? Nee. Achso, also im RP. Achso. Nee. Dann findest du es nicht. Doch. Ich werde es finden. Leute,
Guck mal, hier fahren auch 1000 Leute vorbei. Es wird sich irgendeiner finden, der mir ganz genau sagen kann, wo sich dieses verfickte Fixsägewerk befindet. Es wird doch nicht so schwer sein. Außerdem, wenn das ein ganzes Dorf ist an Leuten oder irgendeine Wohngemeinde, also weiß ich nicht, wie man das nennt. Wie nennt man das nochmal? Wenn sich Leute zusammentun, um eine Gemeinschaft zu bilden. Hier. Kommune, genau richtig. Dankeschön. Danke, Leute. Dann, wird sich das schon finden. Wir sind ja auch nicht ganz so blöd. Wir sind vom FIB. Wir können die Spuren suchen und lesen. Wo geht es hier hoch? Das ist doch das Sägewerk. Nee, das ist einfach nur beleuchtet. Aber das ist eine Brücke. Kommunisten? Nein, Kommune. Leute. Das ist eine Brücke. Ja, aber die Brücke muss ja irgendwo hinführen. Die Brücke führt bestimmt in ein... Irgendwo, wo halt es schon mal Menschen gegeben hat. Und wo es noch Menschen gegeben hat, heißt es halt auch dort, dass die Möglichkeit besteht, sich niederzulassen. Und wenn sich Leute irgendwo niederlassen, dann ist das schon eine halbe Kommune. Scheiße, Junge. Da. Das ist das Sägewerk. Oh mein Gott, ich lag richtig. Welcher Berg ist das von den beiden? Fangen wir mal an zu suchen. Ich glaube, das dort hinten ist der Mount Chiliad. So, jetzt kommt der Mathelehrer, Arschloch. Oh Gott, die haben die Türen aufgemacht. Vielleicht wissen die noch nicht, dass ich da bin. Wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? Wo sind sie? Sind nicht da. Natürlich sind sie nicht da. Was soll man auch hier? Gibt's hier irgendwas zum Anzünden oder sowas? Ich halte nämlich gerade Ausschau nach roten Propangasbehältern. Ocean. Great Ocean. Rein da. Fuck. Bombe legen. Du hast nicht das passende Werkzeug. Du hörst Geräusche. Sind die da drinnen? Hier. Hier sind sie nicht drin.
Angst? Wieso? Ich bin gerade bei euch. Wie, du bist gerade bei uns im Dorf, oder was? Ja, hab gegen jede Haustür gepinkelt. Sag mal, du kannst nicht einfach das Revier markieren, das ist unsere Aufgabe. Und euch auf den Weg gekackt. Ich musste die ganze Zeit heute und ich wusste, dass es sich lohnen würde, auszuhalten, geduldig zu sein. Weißt du, wie der Jäger, der zum perfekten Schuss ansetzt. Und das habe ich getan. Ja, scheiße, jetzt wächst auch eine Pflanze wegen dir. Ich werde sie rausreißen. Und dann werde ich sie nach, Gott, dann werde ich sie nennen, so nennen, wie du heißt. Wie heißt du? Wie du weißt, du grüßt mich die ganze Zeit an und weißt nicht, wie ich heiße. Natürlich nicht. Du bist für mich ein verfickter Redneck, einer von vielen. Ein primitives Stück Hacke. Ja, warte, ich sag dir auch mein Titel dazu noch, ja? Ja, pass mal auf. Nein, ich bin jetzt dran. Ja, meine ich ja, ich passe auf, meine ich. Achso. Also pass mal auf, wie ich jetzt aufpasse. Ja, ich bin nicht. Pass mal auf. Nein, ich. Okay, ja. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, mach. Nee, ich bin Karl, Secret Service Leitung von Deutsche Amerika. Ich hab Befehlsgewalt über unsere Armee. Okay, und wo seid ihr beiden jetzt? Im State. Aber das spielt jetzt nichts zur Sache. Alter! Aber... Ey, ihr seid solche inkompetenten Versager und ich mach mir die Mühe, um hier hochzufahren, weil ich auch ansatzweise... Du kommst heute nicht. Ja, natürlich nicht. Denkst du, ich werde mich ankündigen? Ich werde es dann tun, wenn ihr es nicht erwartet? Ich habe eine Knarre bei, ich habe euch alle die Birne weggefetzt, das kannst du aber glauben. Ich dachte, heute hätte dein letztes Stündlein gespielt. Wenn du gegen Häuserwände pinkelst, dann glaube ich nicht, dass du da irgendwas gemacht hättest. So, jetzt reicht's mir. Ja, was denn? Ich werde alles durchsuchen. Ich werde gucken, wo wie, was du ich... Du wirst gar nicht ich werde jetzt alles durchsuchen. Ich hoffe auch nur... Leute auf den Hals, wenn du ja, noch na klar, mach das doch, ganz ehrlich, mir doch egal. Ja, du kommst bei uns dann gleich auf den Stein und wirst ausbluten, mein Freund. Auf dem Stein, da war ich schon. Rat mal, wo die Scheiße gelandet ist. Ja, weißt du, was da liegt doch? Da ist noch Blut vom Kopf, den wir letztens aufgestützt haben. Blut vom Kopf, ja, ganz ehrlich. Blut von deinem, von welchem Kopf denn? Ja, irgendjemand, den wir geopfert haben. Ja. Komm. So, lass gut sein. Ich denke mir hier, merke mir irgendwelche Namen von den Cops. Da geht's mir genauso wie dir. Den Namen merke ich mir auch nicht von euch Versagern. Ey, aber pass mal auf. Wie heißt ich denn? Ja, weiß ich ja nicht, darum geht's doch. Du Vollidiot. Ich hab mir noch meinen Namen erzählt. Irgendwas Secret Service-mäßiges, das im State sitzt. Ja, da hab ich Kalle gesagt. Wie, Kalle? Kalle, ja. Hättest du mir lieber deinen Namen nicht verraten. Ist ja auch egal. So, ich werde erstmal schön gucken, dass jedes eurer... Johnny Laser oder so. Ich werde jetzt schön gucken, dass alle eure Häuser auch abgeschlossen sind. Und Gnade euch Gott, wenn auch nur eins offen steht, dann nehme ich mir auch wirklich alles mit, was es an Proviant dort zu holen gibt. Musst aber aufpassen, bei uns solltest du nicht reingehen, da stinkt's ein bisschen. Ja, ja. Ist mir egal, mach ich trotzdem. Welches Haus ist wohl unseres, ne? Ja, das musst du jetzt rausfinden. Ich suche einfach überall. Ich mach einfach jede Tür auf. Bis dann, Arschloch. Hey, weißt du was? Du kannst dich doch aufhalten. Halt mich doch auf. So, jetzt reicht's mir aber, du. So. Bitte lass nur eine Tür offen sein. Ich glaube nicht. Ich kann hier nicht mehr zugreifen. Sie benötigen einen Hausschlüssel. Ich glaube, du kannst die Türen gar nicht offen lassen wie ein Sektor. Du. Oh. Ich versuch's trotzdem. Ich versuche einfach jede Tür aufzuknacken. Uiuiuiuiui, was haben wir denn da? Den Brunnen? Hier war ich noch nie drin. Noch nie. Ein Zwerg? Ja, hallo? Ja, bist du immer noch im Dorf, ja? Nee. Nee, ach, bist du doch abgehauen. Ich dachte, du wolltest dir das Haus durchsuchen. Warum fragst du denn? Ach, nur so. Ach so, nur so, damit du dann dein Leid... Ich hab nämlich auch auf Fahrt vor mit dir, weißt du was? Was denn? Wir haben bei uns nämlich eine Scheune, ja? Und in der Scheune, da gibt's einen Brunnen, ja? Und ein Brunnen, der hat ein Loch, ein tiefes Loch, und dann kommst du da rein. Mhm.
Weißt du, ich kenn den Brunnen. Und rat mal, wo ich gerade bin. Tatsächlich in der Scheune. Und ich werde jetzt sowas von reinstrollern. Ist das die einzige zugängliche Wasserquelle, die ihr habt? Wir waschen uns sowieso nicht, aber Ja, aber ihr müsst ja trinken. der Alkohol, was denkst du denn? Wir haben unseren eigenen Schnaps. Hast du noch nie von Tucker Hill Obstler gehört? Ich habe von niemandem von euch gehört, weil ihr einfach alle Dullis seid. Ihr lebt im Ja, du Norden. antwortest aber nicht auf unsere Nachrichten, Ja, nichts, ne? natürlich nicht. Denkst du, Also. ich lasse mich hier die ganze Zeit von euch irgendwie erzählen, dass ich euer scheiß Wohnmobil zerstört hätte? Ja, aber ist auch die Wahrheit. Ist das nicht die Wahrheit? Wie kannst du denn sowas boah, Alter, ey, Ich war noch dabei gewesen an dem Tag. wo habe ich denn irgendwas angezündet, du Vollidiot? Hab ich da einen roten Böller irgendwie oder ein paar Knallerbsen auf die Reifen geworfen? Wo willst du mir denn nachweisen, dass ich das gemacht habe? Wo habe ich denn was gemacht? Soll ich eine Ladung Dynamit aus meinem Arsch gezogen haben und dann erstmal Richtung Wohnwagen geschleudert haben oder was? Ich weiß ja nicht, was du an dem Tag mit dem Rollstuhl da gemacht hast, aber vielleicht hast du da irgendwie, keine Ahnung, Feuerwerkskörper versteckt. Ja, und deswegen kann ich nicht laufen. Nee, das habe ich nicht damit gemeint, aber ich habe die Leute gefragt, die da waren, und die haben gesagt, dass du dafür verantwortlich warst. Den Grünkopf habe ich gefragt. Wie hieß der, Pietro Macareno oder sowas? Ja, na klar, ein Typ, der mit Pietro Macareno heißt, grüne Haare hat und ihm seine 31er-Attitüde bereits zu entnehmen ist, wenn man ihn auch nur ansatzweise anschielt, ist natürlich Ja. jemand, der vertrauenswürdig ist. Ne, in dem Moment auf jeden Fall, na klar. Alter. Ich bin jetzt hier und ich werde einfach alles umschmeißen, was ich finde. Und zerschießen. Alles. Ja, mach aber schöne Muster, ja. Ach, fick dich, komm, bis bald. Ja, bis dann. Jetzt weiß ich, wie die auf die Idee mit dem Feuerwehr kommen. Leute, 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 das ist ja heute aber auch wieder ganz komisch. Boah, wenn hier jemand rauskommen würde, ne? Oder hochfährt. Ich könnte einfach. Ja, Nummer 2. Nummer 3. Ich brauch grad. Junge, ich werde es nicht mehr runterschaffen, ne? Was? Kann ich irgendwas essen oder trinken? Ja? Ja, rufst ja schon wieder an, was ist los? Habt ihr was zu trinken bei euch hier oben? Ja, du hast den Brunnen, hast du nicht reingepinkelt da? Ja. Ja, ne? Also, vielleicht hättest du vorher was trinken sollen und dann reinpinkeln sollen. Hey, ich habe dich gerade nicht wegen irgendwelchen Tipps angerufen. Ich wollte einmal nur klipp und klar wissen, ob ihr was zu trinken habt. Ja, was denn zu trinken? Ja, Wasser, Mann, Alter, keine Ahnung, irgendwas, bevor ich dehydriere. Kann ich dir nicht sagen, wo wir Wasser haben. Ist immer schwer zu finden bei uns. Oh Mann, dann Ach, verschwende. in der Scheune ist so eine riesen Wanne, da kannst du doch raus saufen. Denkst du, Alter, ich will nicht mein Leben in Gefahr bringen, nur weil ich ein bisschen Durst habe. Wenn du nichts Mensch, wir haben Produktives. uns da nur drin mal gewaschen oder so, das Ja, reicht das doch. reicht mir schon. Ist schon, keine Ahnung, wahrscheinlich schmutziger als der Ganges. Ich lege jetzt auf und suche mir was zu trinken. Bis dann. Ja. Rednecks. Der Kontakt, der nicht.
Also, weil, wollte ja, ich nur sagen, dass eins eurer Häuser brennt. Viel Spaß damit. Bitte, was hast du gemacht? Du hast unser Haus angefackelt? ganz schön dumm, dort einen roten Propangasbehälter stehen zu lassen, ihr Vollidioten. Das ist ja ein Privatgrundstück. Warum sollte das so... Das ist doch nicht dumm. Sag mal, du bist dumm. Weißt du, was jetzt mit dir eingestellt wird? Du wirst von der Klippe fliegen und dann wirst du nicht mehr gefunden, mein Freund. Brenne, brenne, brenne. Viel Spaß damit. Hoffentlich ist die Feuerwehr rechtzeitig da. Ciao, Kakao. Jetzt muss ich ganz schnell zu einem 24-7. Komm! Irgendwo hier muss ein... Ich glaube, hier ist irgendwo ein 24-7. Komm! Automat! Waffe rein! Oh nein, die gehen nicht! Bait! Officer! So der Akte von dem Ruffin rein? Ich hatte gerade schon eine angelegt oben. Müsste auch relativ weit oben sein. Wegen Waffenbesitz, Waffenbenutzer und... Hätten Sie eine Capri-Sonne für mich? Verletzung. Ja. Guck mal. Ja, dann der Kollege. Da wissen Sie, dass das zusammengehört. Was wollen Sie? Eine Capri-Sonne oder sowas. Ich hab leider nichts zu dringend dabei. Hat einer irgendwas zu... Nee, leider nicht. Ich kann dir einen Donut geben. Ich brauch was zu trinken, die Herren. Tut mir leid, da müssen Sie mal versuchen beim 24-7 hier um die Ecke. Fahren Sie ein Stück noch weiter. Da gut. Kommt auf der linken Seite ein Stand. Da Dankeschön. Sie mal. Welcher Stand? Autos? Hostel? Motel? Meine ich? Obdachlose. Entschuldigen Sie? Der hat ein blaues Gesicht, der hilft mir niemals. Ja? Alter, echt? Ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen, als dass ich wirklich in der Ecke liege und mich vollpisse gerade. Das kann nur in meinem Kopf hier passieren. Es kann nur in meinem Kopf passieren. Er hat jemand von Ihnen eine Capri-Sonne für mich vielleicht? Capri-Sonne nicht, aber ich kann dir einen Apfelsaft geben, wenn du willst. Das wäre auch super. Ich bin Strohhalm noch dazu. Bitte fein. Ist fast dann dasselbe wie Capri-Sonne. Ja, da ist Dankeschön. Ja Strohhalm dabei im Glas. Hm. Das ist Strohhalm, nicht diesen Pappding. Natürlich nicht. Dann kriegt er eine Brille, sonst könnte er sich ins Auge pieksen. Oh, danke schön. Vielen Dank. Läuft jetzt, ja? Läuft wieder. Danke, danke. Das ist wirklich dringend gewesen. Schönen Abend noch. Jo, gleichfalls. So, wir rufen mal Herr Balenciaga an. Habe ich die Nummer von Balenciaga richtig eingespeichert? 818-611. Ja, habe ich. 818-611. Jetzt nochmal überprüfen. Dreimal die 5. Ja, der ist nicht da. Super, bis in einer Stunde wieder. Ach, das war besetzt. Ja, muss ich noch lernen. Dann ist einfach ein vielbeschäftigter Mann. Spätestens in einer Stunde. Ja, spätestens. Spätestens. Hat einer von euch auf die Uhr geguckt und kann mir sagen, ob es mittlerweile die Stunde ist? So. Da gerade auch jemand geschrieben hätte, meine Lernkurve wäre gleich null, was ich nicht auf mir sitzen lasse,
Werde ich ja 5 Dollar. Ich frag mich, wie viel Wasser macht. Ich hab fast kein Inventar. Was hab ich denn mit? Ich hab nix mit. Ich trag ne Knarre, ne Wanze, ne lässige Krawatte, ne Notizzettel und nichts weiter. Ich muss das, was ich konsumiere oder kaufe, gleich instant wegtrinken. Ich kauf mir jetzt die Cola. Das ist so viel, guckt mal! Das ist auch deine Hose. Ja, okay. Es ist Zeit, dass ich Zeug loswerde. Kann man eigentlich in den Läden... Hi. Auch verkaufen? Nee. Ich muss so viel loswerden. Wodka. Ich kann's nur benutzen. Ich kann's bestimmt wegwerfen. Hallo? Ja, hallo. Wo bist denn du? Ja. Ich befinde mich gerade im Vorschwimmer, ja? Im Vorschwimmerbereich von deiner Mutter. Pass mal auf, ich will sich jetzt kurz, ganz ich pass mal auf, es kommt jetzt genau drauf an, was du sagst. Pass mal auf. Aber es kann sein, dass ja? gerade ich, dass ich es gerade von deiner Ansage abhängig mache, ob ich heute noch in deine Mutti reindippe oder nicht. Und wirklich, die freut sich. Die ist gerade, die liegt hier gerade und hat riesige Erwartungen. Ist das so, ja? Ja. Ja. Dann sei doch mal ein Mann und fahr wieder zum Dorf. Nö. Du machst es unnötig kompliziert, sag ich dir. Und Alter, du fragst, ey, weißt du was? Du hast da jetzt irgendwelche Leute hingebracht? Ja, die ja. wahrscheinlich jetzt in der Überzahl auf mich warten und du sagst, okay, ich habe den perfekten Plan, Boys. Ich rufe ihn einfach an und sag ihm, er soll zurückkommen. Nö. Bist du dämlich? Nö, du, ich weiß ganz genau, dass du darauf nicht eingehst, aber ich würde nur sagen, dass die Jagd denn eröffnet ist, ne? Du wirst auf jeden Fall nicht mehr lebend rauskommen. Wo schmeißt man den Müll weg? Also so als Tipp. Ja, in einem Hinterzimmerchen eines wahrscheinlich nicht ganz so oft besuchten Lokals. Aber ich kann das nicht wegwerfen. Kann ich das nicht irgendwie auf den Boden werfen?